Genau, ich glaube, ich werde dann noch mal nach da oben gehen. Und dann würde ich gerne da in die Hütte gehen, wo es ja hieß, dass der Junge da wohnt mit seinen Eltern. Ja, dann kriegst du sie halt. Ja, dann erwische ihn gleich. Hast du sonst noch was zu sagen, Junge? Nee. Dann werde ich aber definitiv glaube noch was verkaufen. Einfach damit ich mir gleich die Nacht leisten kann, um voll geheilt zu werden. Natürlich kann ich hier nichts verkaufen. Okay, hier kann ich nur. Ah Mann, ich muss irgendwo was verkaufen können. Guten Tag. Entschuldigt bitte, aber ihr seid die Mutter von dem kleinen Pepe? Ja, ich bin Ambra. Pepe ist mein Sohn. Ist etwas passiert? Hat er etwas angestellt? Nein, er hat nichts angestellt. Und in der Tat wollten wir eigentlich euch fragen, ob was passiert ist. Was? Meint ihr? Nur spreche ich von Pepes blauem Auge. Ach, das, ja, das war so eine ganz dumme Geschichte, wisst ihr. Er ist immer so stürmisch und da ist er in den vollen Eifer gegen den Pyram gerannt, weil er mit seinen Freunden spielen wollte. So sind Kinder nur einmal. Ist es wirklich so abgelaufen? Was meint ihr natürlich? Ist es so passiert? Ihr habt da eine Verletzung an der Wange. Seid ihr auch gegen die. Oh Mann. Okay, also anscheinend ist das so ein Prügelvater, der sowohl Frau als auch Kind schlägt. Was wie? Nein, das. Da bin ich gegen den Herd gestoßen. Ich bin ja so ein Dummchen. Nervöses Kichern. Euer Mann ist offenbar nicht zu Hause. Nein, er hat noch was in der Stadt zu erledigen war. Warum fragt ihr? Müsst ihr aber nicht zurückkommen? Wir würden uns gerne mit ihm unterhalten. Oh, das kann auch dauern. Darauf könnt ihr nicht warten. Und ich habe auch noch sehr viel zu tun. Wo genau wollte euer Mann denn was erledigen? Hä? Wo genau euer Mann wollte, um seine Erledigung zu tätigen? Ach so, er wollte zu Sergio, dem Werkzeughändler, auf dem Westmarkt. Auf dem Westmarkt, alles klar, danke. Aber da werde ich ihn bestimmt nicht mehr antreffen. Wir werden unser Glück leider versuchen, hab Dank. Oh ja, den werden wir so richtig fertig machen. Problem. Ich hoffe, wir können da aber auch was, also, ne, was verkaufen, weil wenn wir da auch nichts verkaufen können, ja, dann haben wir eben ein Problem. Dann können wir wahrscheinlich nicht übernachten und uns dementsprechend noch nicht voll heilen. Das wäre sehr scheiße. Zumindest kann man. Aber dass das Geld so schnell alle ging. Wow. Ja, das Problem ist, man hat da bei diesem begrenzten Shop irgendwie nicht die direkte Übersicht, ne, wie viel man da an Gold noch hat, glaube ich. Ja, und so kann das leider gehen. Aber hey, wir haben ganz schön viele, ne? Tränke, das ist doch echt nicht schlecht, würde ich mal sagen. Okay, der Mann scheint tatsächlich nicht hier zu sein am Westmarkt, weil ich nehme an, das hier soll der Westmarkt sein. Doch hier ist er leider nicht. Das ist sehr scheiße. Aber warte mal. Ach so, nee. Da kann man nicht hin. Kann man denn. Warum kann man denn bei dir nichts verkaufen, verdammt? Das ist doch scheiße. Nur bei dem, komischerweise. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Warum kann ich die kleinen Heiltränke nicht verkaufen? Aber warum kann ich die verkaufen? Das verstehe ich auch wieder nicht. Ich verstehe so einiges nicht hier. Ja, was kann man denn nur verkaufen, was wir eventuell am wenigsten brauchen? Wasser. Nee. Nee, das Käse ist zu wertvoll. Apfelkuchen ist zu wertvoll. Das ist mir auch ein bisschen zu wertvoll. Alles ist mir zu wertvoll. Ja, ich würde tatsächlich nur eine Kleinigkeit verkaufen, wahrscheinlich. Einfach nur damit wir uns das. Ja, komm, der Hecht, ne? War ja blöd, dass ich ihn gekauft habe, mein Gott. Ich denke mal, Nachtschatten werden wir dann nicht mehr brauchen, oder? Eine Pflanze für magische Tränke, ja gut, aber. Wir können sogar das Brecheisen verkaufen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das sollten. Das sind Werkzeuge, ich lasse das mal lieber. Aber hier das Nachtschatten-Dingsbums, das kann man durch. Denke ich mal. Rüstung aber nichts.
frage mich gerade, warum da keine Icons sind bei uns hier durch. Die brauchen wir, glaube ich, am wenigsten, ne? Ja, also alle anderen Sachen wären definitiv besser. Wobei, wenn wir schon die guten Stoßbär haben, dann laufen wir auch den normalen nicht mehr, ne? Ja, dann vielleicht noch den Zier durch, ne? Weil, komm, dann haben wir wenigstens ein bisschen Geld, um uns dann wieder nachher die Übernachtung leisten zu können, immerhin. Aber das ist doch der Westpark, oder nicht? Wie auch immer, werden wir erstmal übernachten. Achso, nee. Das ist ja nicht das. Ja, blöd eigentlich, ne? Dass der Mann nicht mehr da ist. Aber wenn wir übernachten, dann sieht es ja vielleicht anders aus. Da ist ja vielleicht auch eine Hütte da. Wo war denn nochmal das Übernachtungshotel? Hier jedenfalls nicht. Aber hier. Haha. Achso, kann man dann... Moment nicht, okay. Da kann man wohl auch nicht hin. Da haben wir vermutlich nichts zu suchen, aber nicht mit Sicherheit. So, gehen wir nachten. Einzelbetten, C. Zimmer buchen. Hier ist unser Zimmerschlüssel und natürlich steht auch unser Restaurant den Herren offen. Ihr findet es zu meiner linken Zimmerschlüssel erhalten. Cool. Mm. Ja, aber. Ja, toll. Kann trotzdem nichts machen, wie es aussieht. Können wir einfach nur hier rein, um es uns anzusehen. Das ist Zimmer 03. Das ist Zimmer 01. Ah ja. Sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Wir sind voll geheilt. Ja gut, okay. Ich vermute, da war dann irgendwas zu suchen. Frage. Geht das immer noch, oder... Ah ja, wir können ja jetzt tatsächlich jederzeit immer hin. Okay, das ist eigentlich gut, dass das dann dauerhaft ist und quasi nicht, dass man für jede Übernachtung wieder 100 zahlen muss. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall, der Vater war nicht da. Aber den will ich mir schon ehrlich gesagt gerne vorknüpfen. Vielleicht kann uns der Junge ja jetzt hier weiterhelfen. Nee, leider nicht. Gut, das hier ist ja der Ostmarkt. Nein, der Vater ist immer noch nicht hier. Und jetzt stürme ich bitte nicht weiter. Verdammt. Das ist ja nicht gut. Was sollen wir denn sonst jetzt hier machen? Ich meine, das hier ist ja der Westmarkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Taverne wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Der Dude. Nee. Das wird er nicht sein. Dieser Kerl. Oder bist du das etwa? Hier, dieser Gardist. Nee. Kann doch nicht sein. Oder sieht uns einfach angeschwindelt. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass hier nicht mehr der Wahrheit rausrückt. Und
da ist hier noch irgendwo ein Markt, aber ich glaube, da sehe ich ihn nicht. Es hieß, er wollte Besorgung machen, aber der ist hier einfach nirgendwo zu sehen. Naja, vielleicht sollten wir doch erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Weil es dann ein bisschen schade wäre, wenn wir die verpassen würden, diese Quest. Wobei, es ist ja noch nicht mal der offizielle Quest, weil davon nichts im Questlog steht. Nee. Söldnerorden, der aufgeht, Sonnenorden. Ah ja, der Sonnenorden, richtig. Speichern wir nochmal vorher da. Sind die zwei verschwunden? Da passt man für einen Wipperschlank auf und schon sind sie weg. Und wer bist du, verdammt? Ich weiß es immer noch nicht. Der Sonnenorden. Manchmal finde ich es echt schade, dass wir uns nur um die wirklich großen Angelegenheiten kümmern. Zwischendurch würde ich auch mal gerne einfach nur eine Katze vom Baum retten oder so. Hey Jungs, wollt ihr uns anheuern? Wenn es darum geht, böse Ursurpatore zu stürzen oder blutige Aufstände in diesem Schlank, sind wir die erste Wahl. Oh ja, da stehe ich drauf. Und Bösch stehe ich drauf. Da muss ich nichts so, okay. Und ich meine, das ist der Anführer des Sonnenordens. Willkommen im Hochquartier vom Söldnerorden der aufgehende Sonne. Naja, Sonnenorden halt. Was ist euer Begehr? Seid mir gegrüßt. Wir haben euch eine Aufgabe für euch und würden euch gerne anhören. Wählt jetzt fall doch nicht gleich mit der Tür ins Haus. Wir wollten uns doch zuerst nur unverbindlich erkundigen. Aber das tun wir doch. Falls es die zwei jungen Männer beruhigt. Uns über Anliegen zu informieren, das ist völlig kostenlos. Und ihr geht damit auch noch keinerlei vertragliche Bindung ein. Siehste? Also von mir aus, mach weiter. Also es geht um Folgendes. Vielleicht habt ihr schon von dem Überfall auf Goldenburg gehört. Ich verstehe. Wir sollen also in eurem Auftrag das Goblin-Heer ausfindig machen und zerschlagen, um so die Gefangenen zu retten und allgemein das Reich von dieser Gefahr zu befreien. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht ausschließlich um Goblins. Es gibt auch andere Kämpfer in ihren Reihen, darunter mächtige Magier. Schon klar, das habe ich verstanden. Ich meinte ja nur... Wir Sonnensöldner verstehen uns nicht nur auf den Umgang mit Schwert und Speer, sondern sind auch in der Lage, es mit magischen Bedrohungen aufzunehmen. Oh ja, niemand kann es mit den Sonnensöldnern aufnehmen. Gefährliche Magier sind tatsächlich keine Seltenheit, wenn es um Heerführer geht, welche den Reichsfrieden bedrohen. Das klingt soweit schon mal ganz gut. Nehmt den Auftrag an. Aber das Problem ist, also was vielleicht ein bisschen demütigend ist, ich finde diese Musik hier, die hört sich mehr nach Sonnenorden an als tatsächlich im Sonnenorden in dem Quartier. Ja, das ging zum Beispiel gut, nehmt den Auftrag an. Das tut wir! Hervorragend. Wow. Für den Sold von 200.000 Dukaten werden wir gegen dieses Herz zu Felde sehen. Jo, cool, dass wir gerade unser ganzes Gold ausgegeben haben. Aber gut, das hätte sowieso vorher nicht gereicht. Wir hatten ja nur 2.000 irgendwas. Also das ist mit Sicherheit von der Story sowieso so gewollt. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf Grinding. Wie viel? Das ist unser Preis und wir feilschen nicht. Aber wie sollen wir denn diese Summe auftreiben? Ihr könntet Söldnerarbeit erledigen. Hä? Och nee, komm. Vom Quartier der örtlichen Garnison steht eine hölzerne Wand, an welche Aushänge angepinnt sind. Es sind verschiedene Gesuche der Einwohner. Jeder von ihnen hat so seine Probleme. Die Garde kann nicht allen von ihnen nachkommen. Darum erledigen wir für gewöhnlich verschiedene Söldner diese Aufgaben. Für unseren Orden sind diese Aufträge aber zu gering und unwichtig. Deshalb kümmern sich zumeist durchreise Söldner darum. Als Magier dürftet ihr über genug Verstand und Kampferfahrung verfügen, um der dort bestehenden Probleme Herr zu werden. Für jede erledigte Aufgabe gibt es als Belohnung, naja. Gucken uns das mal an. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden, das Geld zusammenzubekommen. Nicht wahr, Dario? Na, es ist ja jetzt nicht so, als ob wir eine Wahl hätten. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Und vielleicht fällt mir auch noch etwas ein, wie ihr Geld bekommen könnt. Willkommen am Quartier vom Sonnenorden. Nee, noch nicht ganz. Mir ist schon was eingefallen, ich lasse euch nachher zukommen. Was muss man denn jetzt machen, Mensch? Steht doch bestimmt Questlog. So, sprich mit den Söldnern im Oktober. Haben wir gemacht. Ist doch schon mal was. 300 bis 200.000 Dukaten auf, um die Söldner zu bezahlen. Und wie? Na gut, okay. Ich habe wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen. Okay, da können wir momentan trotzdem noch nicht durch. Und da haben wir leider vorerst weiter nichts zu suchen. Tja. Sorry, den Salat war. Ist die Gestalt, die war da vorhin hier? Vielleicht könnt ihr uns ja helfen.
sollen wir denn jetzt machen, Mensch? Sag schon mal was. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Ja. Mit irgendwelchen Leuten sprechen und hoffen, dass die was für uns zu tun haben oder so, keine Ahnung. Ich quäse doch nicht, Mensch. Können wir eventuell in das Gebäude da jetzt rein? Ich vermute mal nein. Mist, verdammter. Nee, ich glaube, das hat so keinen Sinn. Ich werde mich wahrscheinlich dann aufs Kind erstmal umsehen müssen und dann wird sich ja zeigen, ob wir da irgendwo weiterkommen können. Naja, und vielleicht finde ich ja in der Zeit auch irgendwo den Vater. Den Prügelvater. So.